Ich bin sehr gespannt, Alter, dieses Spiel. Aber wenn wir nicht mehr zurückkommen, ist es dann vielleicht die Möglichkeit, dass wir uns retten können? Dass wir vielleicht rauskommen aus diesem Albtraum? Sie hat gesagt, come home. In der Nacht oder am Tage. What the fuck? Da sitzt sie. You always wanted to be right. Was it worth it? Sie ist weg. Was liegt hier? Ich kann es nicht erkennen. Was so? Oh Gott, ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen. Es ist so weiß. What the fuck? Was ist hier los? Das Geräusch ist immer noch da. What the fuck? Was ist denn hier los? Ich kann leider das Bild nicht erkennen, weil es so ultra weiß ist. Das Loch ist immer noch da. Irgendwas auf den Anrufbeantworter? Nee, Anrufbeantworter ist diesmal leer. Ich kann das Bild leider nicht erkennen. Es sieht aus wie der kleine Junge wieder. Wenn ich die schemhaften Umrisse sind, glaube ich, von dem Jungen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, das ist der kleine Junge. Ihr könnt das sogar besser sehen in der Aufnahme, wie ich hier im Dings. Ich glaube, ich muss die Brightness mal runterstellen. Von meinem Bildschirm. Vielleicht ist es doch ein bisschen zu hell, wie ich das eingestellt habe. Also ich habe jetzt nicht so hell eingestellt, dass ich jetzt hier, ne, cheate oder so, aber mein Bildschirm ist sowieso, ich muss mir mal einen neuen Bildschirm holen. Okay, das ist der kleine Junge, ja. Also es ist doch was mit ihm passiert, wie ich mir das schon irgendwie dachte. Kommen wir jetzt... Ah, hier hört es jetzt wieder auf. Okay. Trotzdem ist die Musik noch da und... Was ist das denn für ein Schatten da? War der vorher schon? War der... Das sieht aus, als ob hier ein Bild hing. War der Schatten vorher schon da? Ich bin ein wenig... Ich meine, das Spiel verwirrt mich ja sowieso, aber... Warte. Hallo? Ich bin wieder... Okay, der Schatten ist vorher, glaube ich, schon da gewesen, weil er ist immer noch da. Aber hängt denn hier... War hier vorher keine Tür oder was? Ich bin... ein wenig verwirrt. Ist auch eine sehr merkwürdige Wohnungsart. Einrichtung, Alter. Da Eingang direkt hier Wohnzimmer. Da wahrscheinlich Badezimmer. Hier gehst du dann hinten hin zum... Irgendwie sehr merkwürdig. Voll verschachtelt. Gott, ich will hier gar nicht. Sie ist nicht mehr da. Der Anrufbeantworter ist auch weg. Hier kommen gerade komische Geräusche auf meinem Ohr. Oh Gott. Hallo? Hallo? Okay, der Anrufbeantworter ist weg, komischerweise. Ist stockduster da draußen. Im Rattenarsch. Das ist mir immer noch suspekt, das Bild. Hm, was ist das denn? Aha. Wir haben auf jeden Fall auch noch eine Tochter, so wie das aussieht. Und hier darf ich nicht lang, darf ich hier rangucken? Summen im Hintergrund. Das ist so gruselig. Wieso hat es gerade hier so geflimmert? Es flimmert doch eigentlich nur, wenn irgendwas ist. Da ist das Bild. Von dem kleinen Jungen. Ich sehe es schon. Die steht gleich irgendwo hinter uns. Ich weiß es genau. Ach, guck mal, hier ist ein anderes Bild jetzt. LOL. Von einem Haus in der Schneelandschaft. Irgendwie total heruntergekommen und... Hä? LOL. Also man muss hier wirklich auf einiges achten, was sich hier so verändert. Die Tür geht ja nicht offen, ne? Nee. Und wieso flackert da die Lampe jetzt? War das vorher schon? Die sind auch ganz andere Bilder. Guck, hier sind Urlaubsbilder jetzt. Hä? Hey, was ist denn hier los? Hallo? Ah, was hat er hier? HDMI-Eingang? Ja, schön, schön. Ich rede nur, um mich selbst zu beruhigen. Hallo? Aber was ist mit unserer Frau passiert? Ist die jetzt zu Hause alleine? Ist sie auch vielleicht irgendwie...
ums Leben gekommen oder keine Ahnung. Okay. Das ist mir sehr suspekt hier alles. Sehr suspekt. Hier liegt eine Sonnenbrille jetzt. Lol. Okay. Das Frauenpaar-Schuhe ist weg. Unsere Paar-Schuhe. Hier ist irgendwie ein grüne Rolle. Der Schmetterling ist auch weg. Die Lampe, das ist unglaublich. Aber warum hat das da hinten geflimmert? Steht bestimmt hier im Fenster, oder? Oh Gott, ich hab ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Mach nicht so einen Scheiß mit mir, es ist doch früh am Morgen. Es flimmert hier immer, warum? Warte mal, ich kann ein bisschen schneller laufen, ne? Es flimmert immer nur da. Muss ich hier vielleicht irgendwie so hin und her gehen die ganze Zeit? Flimmert es jetzt wieder, wenn ich dahin gehe? Tatsache. Aber warum? Ich kann hier nichts machen. Ich kann partout nichts machen. Flimmert es denn nur, wenn ich komplett zurückgehe? Das ist schon wieder so ein Spiel, so wie... Oh, okay. So ein Spiel, so wie bei... Wo war denn das nochmal gewesen? Wo man auch so lange gerät... Aber bei PT war das hier auch, stimmt. Bei PT. Da war es auch so komisch gewesen. Da musste man auch herausfinden, was man machen musste und so. Ich mag sowas irgendwie. Ich finde es total geil. Klar, kann auch nervig sein. Aber, ja. Ich glaube, ich gehe mal zurück. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas Neues erleben. You were in there for almost 2 hours. What were you doing all that time? Ich habe mich umgeguckt. Geht dich doch ein Scheißdreck an, ob ich da 2 Stunden drin bin oder nur 5 Minuten. You are doing so much better than before. She never understood why you couldn't. Never mind. Ignore what I said. Just relax. Da ist sie schon wieder. Hallo? Okay, wenn wir zu ihr gehen, dann ist alles weiß. Es ist förmlich so, als hätten wir sie vergessen, beziehungsweise der Schmidt. Ah, der Schmidt. Was? Alter, ich hab mich nicht erschrocken. Mach nicht so einen Scheiß. Mach nicht so einen Scheiß. 10 Uhr morgens. Alter. Wie kann ein Vergangenheitsgegenstand, was ich schon sagte mit der Taschenlampe, hier in die Gegenwart geraten? Hä? Was? Haben wir die Taschenlampe noch? Die Lampe leuchtet noch nicht mal. Ist irgendwie total... Alter. Wie kann der Schmetterling hier sein? Ich verstehe das nicht. Ich bin confused. Reden wir schon wieder von einem Art Butterfly-Effekt? So wie bei, ich sag mal, Life is Strange oder so? Hallo, ich sehe gar nichts. Ah, hier. Soll ich da wirklich durchgehen? Oh Gott, was war das denn? Ne. Er ist hier. Oh Gott, dieses Spiel. Dieses Spiel. Very concerning. Geht nicht, okay. Nur mal einen Test ausprobieren, ob das funktioniert. Hätte ja sein können. Uha. Wenn der Schmetterling hier ist, ist der... Da sitzt sie immer noch. Alter, sieht so creepy aus. Aber ist der Schmetterling dann jetzt hier auch weg überall in den Erinnerungen? Weil es sind ja... Ich gehe jetzt mal hier lang.
Nee, der ist immer noch hier. Hä? What the fuck? Was? Ich kann jetzt durch die verschiedenen Erinnerungen springen, indem ich den Schmetterling angucke, oder was? Oder muss ich den jetzt irgendwie überall finden, oder... Alter, ich verstehe das nicht. Ich bin so durch. Krass. Das heißt, wir sind ja jetzt eigentlich in Woodlands und nicht in Terrence, also in dieser Straße. Nee, wir sind jetzt... What the fuck? Was ist das? Do you really think you can undo our past? Alter, auf damit! Auf damit! Lass mich in. Hat sie gesagt, understand your past? Did you... Das hat gerade geflackert, oder? Okay, ist ein Grafikfehler. Meint sie irgendwie damit, did you think you can understand your past? Meinst du, du kannst verstehen, meinst du, wirst deine Vergangenheit verstehen? Oder meinst du, du kannst irgendwann deine Vergangenheit verstehen? Das Geräusch schon wieder da an der Tür. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Ich schaue mich nochmal intensiv um. Aber hier ist nur das Bild von dem kleinen Jungen. Ansonsten, ja. Ist hier ansonsten nur das komische Geräusch? So, ja. Alter, dieses Spiegeln, ne? Das ist so. Ich probiere mal das hier. Ja, das geht noch. Es hört sich alles so. Oh, der Schmetterling ist weg. Verdammt. Es hört sich alles so an, als ob das am Hallen wäre jetzt gerade. Hier ist jetzt wieder die Lampe, die am Flackern ist. Ich weiß gar nicht, ob die... Man achtet so auf wenige Sachen am Anfang und dann irgendwann fallen einem so Dinge auf, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Das ist in der Realität, ist es auch so. Ich weiß, hier gibt es so einen bestimmten Begriff, glaube ich, für diese Wahrnehmung. Der Anrufbeantworter wieder weg. Hier ist wieder ein anderes Bild. Aber es kann doch nicht sein, dass in ein paar Stunden auf einmal ein anderes Bild hier hängt, oder? Hier flackert es nur. Okay. Das ist mir irgendwie suspekt, muss ich sagen. Das ist mir irgendwie alles suspekt und alles sehr komisch. Ich bin gespannt, wo wir jetzt landen, wenn wir rausgehen. Hey, juppie. You are doing so much better than before. Schmetterling ist immer noch hier. Also wenn wir in Woodland Ridge sind, können wir mit dem Schmetterling nach Terrence. Was ist denn, wenn wir in Terrence reingehen? Ich will das letzte noch mal lassen. Ich will das letzte noch nicht ausprobieren. Don't you prefer to stay in control? Was ist, wenn ich jetzt hier drauf gucke? Gar nichts. Hier ist alles normal, ne, oder? Nee, hier ist jetzt wieder... Do you really think you can undo our past? Do you really think you can undo your past? Sagt sie. Do you really think you can undo your past? Okay, irgendwas müssen wir bestimmt machen. Irgendwas müssen wir mit Sicherheit machen. Ich gehe nochmal raus. Die Frage ist nur, was? Sometimes I get concerned that false memories are being planted in your mind. She never understood why you couldn't. Ich geh mal zum Office. You know what I said. Just relax. Yeah, just relax. Ja, ja, ist klar. Oh, hier ist auch irgendwie alles heller jetzt gerade. Alles irgendwie so am Verblassen, so ein bisschen. The hippocampus is critical only for recent memories, but not for older ones.
Over time, the hippocampus teaches the surrounding brain, the cortex, how to represent a memory. An alternative theory accounts for these discrepancies by proposing that the hippocampus selectively stores one type of memory, episodic. War Carter vorher schon durchgestrichen? Mein Gott, ich merke mir das nicht. Das Geräusch ist immer noch hier. Da, der Schmetterling. What the fuck? Was macht der Schmetterling da? Und wieso? Kann ich hier durchgehen? Nee. Der Schmetterling ist jetzt quasi überall. Sieht das? Warte mal, ich mach mal den hier und den. We can force ourselves to deliberately forget. Through EEG measurements, we should be able to capture the exact moment when the memory is inhibited. That is when the degradation is imposed. The inhibition of memory eases out after a few hours. Vielleicht passiert irgendwas, ich weiß es nicht. Schmetterling ist immer noch da. Das verwirrt mich ein bisschen, muss ich sagen. Das ist alles sehr strange. Now, I'll respond to your actions, but your own memories will drive behavior. So, let's say, for example, jetzt sind noch mehr durchgestrichen. Axel. Back. Okay. Sometimes I get concerned that false memories are being planted. Das Geräusch kommt hier irgendwie aus dieser Wand. Das ist alles merkwürdig, das ist alles so strange. Was war das denn? Ich habe hier auf das Bild geguckt und dann... Und dann ist irgendwas passiert. Die Frage ist nur, was? Schmetterling ist noch da. Uhrzeit? 1.40 Uhr. Irgendwas ist da gerade passiert. Ich habe keine Ahnung was, ob wir irgendwas getriggert haben. Man kriegt ja auch so wenig Infos, ne? Ist ja so wie gesagt, so wie bei... Okay, ich gehe raus, ich gehe rein, guck da drauf und dann wackelt das Bild.